Gott. Okay. Damit herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Rubin und Saphir Soul Link Randomizer Nuzlocke Challenge mit Basti. Hallo. Ja, hallo. Wir machen eine weitere Nuzlocke. Mit, mal wieder mit dem Herr 2004. Ja. Ich drücke jetzt doch mal starten so weiter. Ja, ich lese doch, was da steht, ne, ist unnötig. Ich mach grad meine Settings. So. Ja, mach ich. Dings. Ich würde doch nicht speeden noch, also können wir noch ein bisschen warten. Ja, hallo, jetzt kommt es auch nicht. Machen wir wieder eine. Wir haben irgendwie Bock drauf gehabt. Ja. Alles recht spontan, aber wir sind ja, glaube ich, bekannt dafür, spontan zu sein. Ja. Ich glaube, Regeln erkläre ich gleich, wenn ich halt im Haus bin. Ja. Ja, diesmal Gen 3, weil Gen 1 atmet eh Basti und ich atme nicht Gen 1, das ist unfair. Nein. So. Ich. Soll ich ein Mädchen spielen? Also ich spiele einen Jungen. Soll ich das wunderschöne. Die wunderschöne Maike leiten überhaupt? Maike. Heißt das so? Also, mein Name ist, glaube ich, André. Ich frage kurz meine Mutter, warte. Spaß. Ich hoffe, mir passt alles mit dem Ton. Ach ja. Die letzte Soling ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 10 Monate oder so. Also, ne? Ein halbes Jahr, safe. Ja, Minimum. Deswegen, die Hashtag Pokémon sucht, die sind wieder zurück. Ja. Aber jetzt bietest du noch nicht, oder? Nee. Nee, ich auch noch. Erstmal, ich bin beim Bären jetzt gewesen, gerade. Ja, ich spring gerade raus. Ja, hallo Mutter. So. Ach, da müssen wir ja gleich die Zeit einstellen. Okay. Der Basti hat, glaube ich, also ich habe, glaube ich, oft genug schon Gen 3 durchgespielt, auf YouTube sogar, glaube ich, jetzt einmal und einmal in einem Livestream-Projekt, was abgebrochen worden ist. Basti hat, glaube ich, nur einmal Gen 3 durch, also nicht durchgespielt, nur so angezockt, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Ja, also. Ich glaube, magst du nicht hier die Rivalenmusik? Ah, nee, das war, glaube ich, Gen 4. Nee, hier, es war, hier. Die Kampfmusik, ja. Ach, generell die Kampfmusik, ja, die werden wir etwas öfters hören. Ja, also, ne, Gen 3, Spiele erschienen, glaube ich, 2000, frag mich nicht. 2007. Nein, nicht 2007. Doch. Ich glaube, wir sind hier, glaube ich, bei 2002, 2003. Keine Ahnung. Ungefähr so, die dritte. Ja, Rubin und Saphir, Zusatzedition Smaragd, Remakes erschienen, glaube ich, auch 2013 oder so, oder 2014. Omega Rubin, Alpha Saphir. Die dritte Generation von Pokémon, ich glaube, man kennt sie. So, also kannst du dich schon etwas freier bewegen jetzt? Ja. Wo bist du? Ich bin gerade beim... Was? Hast du schon die Uhr umgestellt? Ja. Okay, ja, jetzt muss man, glaube ich, zum Nachbar, soweit ich weiß. Achso. Ja, als ich das angespielt habe, ist es jetzt auch schon 3 Monate her. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Gedächtnis. Also hier gibt es also viele Wasserrouten und ja, hier gibt es noch keine spezielle und physische Teilung. Das heißt zum Beispiel, glaube ich, Wasserattacken sind alle speziell. Das heißt, Garados wird nicht so geil. Ja, okay. Oder was gibt's noch speziell? Ich glaube, Unlicht ist speziell, Feuer speziell, sowas halt. Das wurde hier nicht geändert. Ist das ab Gen 4, das heißt, kann sein, dass ich da auch ein paar Fehler mache. Weil ich das natürlich nicht bei jedem Typen weiß. Natürlich sowas wie Boden ist klar, dass das physisch ist. Aber ich weiß es nicht bei jedem. So, ich bin jetzt auch schon dabei, mir gleich mein Starthaus zu suchen. Ja. Ich bin gleich davor. Oh mein Gott, ich kann Raikou nehmen.
What the fuck? Du hast einen Raikou? Ich hab einen Raikou, ich hab einen Wigglytuff und Muschas. Ist Wigglytuff Knuddelluff? Knuddelluff, ja. Ja, ich habe einen Raikou. Wait, what? Ja, ich hab einen. Das müsste ein Ivitak sein, ja. Und ein Heracross. Will ich mal schauen, was die lernen auf dem ersten Level. Ich würde Raikou halt nehmen. Das ist dann erst natürlich für mich verboten, stimmt, Regeln müssen wir auch gleich machen. Ja, so würde ich die auch nicht machen. Aber ich möchte mal schauen, ja, du kannst gerne Raikou, warte, ich glaube Raikou müsste eh was können. Soll ich sicher jetzt aber nachschauen? Ja, mach mal. Weil sonst würde ich tatsächlich sogar, Knuddelluff nehmen. Lass ich jetzt aber kurz nachschauen. Ja, mach mal. Weil dann kannst du Raikou nehmen, schon mal weitermachen. Ich schau dann, wie die anderen zwei, die ich habe. Generation 3, es ist ja dann auf Level 5. Es kann dann Biss und Silberblick. Raikou oder was? Ja, Biss und Silberblick. Und dann auf Level 11 erlernt er Donnerschock. Okay, ja, ich würde ihn nehmen erstmal. Ah, ist ja relativ schnell und Biss kann ja auch Menschen so weit, ist okay. Ja. Dann nehme ich mal Heracross, weil mich interessiert, was der lernt. Heracross, also du kannst schon mal weitermachen. Mach ich gerade. Ist das Fischchen gerandomized? Nein. Bei mir zumindest nicht. Ja, also das ist größter Zufall, aber nee, ich glaube, das ist nicht gerandomized. Heracross, was kannst du denn so lernen? Bist du in der dritten Generation gut? Nee. Gut, 23 Durchbruch, aber davor muss ich mich mit Hornattacke. Warte, dann schaue ich hier mal Ivitak. Ja, man muss dir einen Namen geben, ne? Ja, ja, kannst Raubkatze oder so. Oder wie ich ihn manchmal genannt habe, Cat Dog. Ja, ich hab eine Idee. Wir müssen gleich sehen. So, ne, ja, das passt. Ja, ich habe ihn Lukas Fragezeichen genannt. Oh, meiner kann Schnabel und Frühjahrsschlag. Also mein. Hier, wie heißt das, mein. Hier Ivitak, aber der könnte das nicht lange. Also der könnte. Und der lernt seine nächste Flugattacke erst auf Level 40. Ja. Warte, wann kriegen wir Pokebälle? Ich muss mal gucken. Wir müssen, glaube ich, erst einen Trainerkampf machen. Ich nehme mal. Ich nehme Ivitak. Okay, also. Aber man kann schon in den Gras gucken, was man da eventuell fangen könnte, oder was? Ja. Ich nehme Ivitak. Das ist nicht das Beste, also. Ne, aber falls ich jetzt auch Geist-Pokémon oder so treffe, ist halt Ivitak besser als Heracross. So, dann speede ich mal kurz, dass ich auch auf dein Level komme. Ja. Sag mal, wenn du in der nächsten Stadt bist. Ja. So, wie ich hab Ivitak und ich nenne jedes Ivitak irgendwie so, das ist eine komische Angewohnheit, nämlich Kai. Okay. Oh. Das ist nice. Also wenn ich das als Encounter kriege, ich glaube Hundusta oder wie es heißt. Das ist die Vorentwicklung oder. Also die erste Stufe. Hundusta, ja. Nice. So, ich könnte hier einen Willi kriegen, bitte nicht, ich hasse dich. Willi? Wie? Was ist das nochmal? Ja. Das Fossil-Pokémon und Feuerriegel! Nice. Das wäre echt gut. Ein Starter? Ja, warte nicht. Stimmt, wir können uns ja auch dann. Na, Sonderbonbons. Ja. Würde man theoretisch machen, falls wir keinen Bock haben zu trainieren. Also halt, bist du in der nächsten Stadt? Ich bin gerade beim Pokémon Center.
Ja, aber du musst dann einfach nur weiter hochgehen. Ich gehe dann schon mal wo hoch. Und hier, warte, ich trainiere meinen Kai auf Level 6. Oh mein Gott, die Legende Flo. Was? Hibiskus. Nee, warte mal, Max. Bei Mark kann man noch nicht hin. Wo muss ich hin? Einfach hoch zur Stadt, einfach hoch. Ist dann krass und da ist dann der Archivale. Musst du gegen ihn kämpfen. For real? Ja, ist schon der erste. Selbst wenn du verkackst, ist ja egal. Okay. Haben wir noch keine Pokébälle. Genau, ich kann jetzt mal die Regeln erklären. Also. So, Link. Ibitak und Raikou sind jetzt zum Beispiel ein Paar, also sind jetzt gepaart. Wenn bei mir Ibitak stirbt, stirbt sozusagen das Raikou von Basti auch. Natürlich auch andersrum. Natürlich pro Route der erste Versuch, wenn wir den verkacken. Ne? Haben beide verkackt. Also selbst wenn ich's verkackt, dann hat Basti, obwohl er vielleicht schon gefangen hat, darf er es nicht benutzen. Ne? Ich finde das so jetzt verständlich. Ja. Dann, außer wenn die Species ich kann es nicht aussprechen, ein Pokémon, was wir schon haben, also was ich schon hatte, wenn zum Beispiel auf der nächsten Route wieder ein Ibitak kommt, dann habe ich einen zweiten Versuch. Wenn natürlich ein Basti ein Ibitak hat, dann okay, dann darf er es benutzen. Wir dürfen nicht das gleiche Pokémon als Paar benutzen, also ich, ne, auf der gleichen Route zum Beispiel, wohin genau, keine Ahnung. Diese ganzen Regeln gelten erst, wenn wir Pokébälle haben, also jetzt gleich. Oh fuck, der Typ hat ja jetzt das Raikou. Bei mir hat er Dingens. Das Wigglytuff, was gerade Disable auf meinen Biss gemacht hat, was meine einzige Attacke ist. Jetzt muss ich erstmal. Ja. Wie lange bleibt Disable? Weißt du das? Wie lange Disable ist, also. Weiß ich nicht, aber du kannst für was bieten. Das ist klar, oh mein Gott, ja, das Ding ist, es setzt die ganze Zeit Gesang ein. Aber es trifft nicht. Immer noch disabled. Junge, wie lange. Also es ist auf jeden Fall One-Shot, wenn ich beim nächsten Mal dran bin wahrscheinlich. Jetzt schlafe ich aber toll. Kann es nur Gesang oder. Aber es ist nicht so. Ja, kann sein, dass vielleicht kann es Hund, aber nicht. Es kann. Ich glaube, der kann. Es kann auch Einigler. Kann angreifen? Nein. Also Einigler. Ne, ich glaube, der kann wirklich noch keine Attacke. Okay, easy. Hast du's? Ja. Okay, sehr gut. Ja, dann einfach weiter runter, dann kriegen wir gleich die Pokebälle. Ja, wie gesagt, was habe ich noch irgendwas vergessen? Es gibt eigentlich noch die Regel, wenn ich halt einen Ibitak habe, dann darf zum Beispiel Basti in seinem ganzen Team keinen Ibitak mehr haben, glaube ich. Diese Regel machen wir nicht, weil. Fickt euch. Also es muss einfach zurück zum Labor, weil das ist blöd, die kriegen kann ich davor nicht mal. Habe ich noch irgendwas vergessen, was Wichtiges? Ob wir eine Trankregel machen? Vielleicht bei besonderen Kämpfen, wenn du willst? Ja, also ich würde bei Arena. Also auf jeden Fall bei Arena-Leitern. Also halt bei Arena-Leitern und Top 4 ist wahrscheinlich. Also halt sagen wir besondere Kämpfe. Ja. Was wir da genau zählen, können wir noch brechen. 5 Tränke. Oder wie viel willst du? 5 Items. Insgesamt meine ich. Insgesamt 5 Items, also halt auch Paraheile und so weiter. Ja. Zählen lassen dazu. Ja. Okay, krass. Sollen wir die gepaart machen oder wirklich einzeln? Einzeln. Weil wir haben das wäre aber dann True Souling, wenn wir das nicht einzeln. Also wenn wir das zusammen machen würden. Das heißt, wenn ich einen Trank benutze, dass das nur noch 4 oder so. Das wäre ein bisschen hart, glaube ich. Ja, genau, das haben wir letztes Soul Gamer gemacht. Nein, haben wir nicht. Doch. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube sogar, da bin ich mir sogar sicher, weil ich habe mal gefragt, wie Trank hast du schon benutzt? Was haben wir jetzt Pokébälle? Aber kann sein, dass ich mich täusche. Aber ich glaube. Wir haben Pokébälle, also ich habe Pokébälle. Bei mir beginnt die Nuzlocke. Ja, ich hab die scheiß fucking Rennschuhe. Let's go. Ah, du bist schon spät. Warte. Ich hab auch gleich die Turbo-Treter, die man. Ich check's nicht. Turbo-Treter, weird. Okay, ich hab Pokebälle. Ich hab Angst. Ich hab auch Pokebälle. So bist du. Ich geh in die erste Route. Ja.
3, 2, 1, let's go. Los. Ich habe ein. Ja, mein Hund ist da. Na, ich habe Willi. Schmutz. Ich mag ihn einfach nicht. Warte, vielleicht überlebt er hier keinen Pack. Ja, doch, überlebt Pack. Ich mag Willi einfach nicht. Was ist das nochmal für ein Pokémon? Ich hab's voll vergessen. Das Fossil Pflanze, dieses Pflanzenfossil. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist. Ja, wo ich denke. Ich hab etwas weiter. Ich nicht, eine Palme. Nicht. Eine Palme. Bitte nicht dreimal treffen! Oh, doch, dreimal ist okay. Oh, ganz klar überlebt. Also, ich hab meinen Hundus da. Natürlich jetzt eine niedrige Fangrate wegen Fossil. Oh, Blitz bleibt drin. Oh, es wackelt nicht einmal, die kleine Uhr und so. Das ist so eine niedrige Fangrate. Ich hab zwei Bälle nur noch, bitte. Willi, bitte. Eins, zwei, drei. Ja! Oh, yes. So, hier haben wir Willi. Da ist mir was aufgefallen. Was? Nämlich, warte. Er ist beschmutzt. Schreibt man beschmutzt? Also am Ende mit T oder ohne T? Ich hab's mit jetzt gemacht, also ich würd's machen. Ja, beschmo und dann TZT, so mach ich einfach. Ob schon, keine Ahnung. Wenn man hier Lust hat. Genau, das heißt, die Regel gibt's aber die, das wird eh nicht passieren, aber die Regel gibt's. Beim Shiny ist es so, wenn ich ein Shiny finde, darf ich jemanden aus meinem Team kicken. Zum Beispiel, wenn ich ein Shiny finde, darf ich Willi kicken, aber Basti darf seinen Hunduster behalten, das ist dann sozusagen mit dem Shiny gepaart. Aber das wird eh nicht passieren, hat aufs Herz. Ja, ist sehr gering, aber mal gucken. Übrigens, oben kannst du auch eine Route, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, 103. Ich denk mir so, es sind zwei Routen. Oder haben wir schon eine Map? Die Map ist wichtig für mich. Ist hier auch... Ja, müssen... Warte. Die haben wir noch nicht. Die kriegt man, glaub ich, erst. Scheiße. Erstmal zum Pokémarkt gehen und Pokémon kaufen. Ich fange jetzt oben an, okay? Ja, mach das. So. Ein Mediti. Okay. Was gibt Primärbälle? Nice. Ja, das. Ich nehme nur mehr als 10 Kurs, ja. Hab ich das gemacht? Ist halt so, jo. Ja, mal gucken, was krieg ich hier. Ich hab geheilt, ne? Ja. Let's go. Und ich habe ein. Oh, Schnäppke! Schnäppke ist ganz okay. Ich hab dann ein bisschen Eis-Pokémon. Spitzkopf! Powder Snow! Oh nein! Jetzt sterbe ich, pass auf. Das ist gut, aber falls du jetzt früh Drachen-Pokémon antriffst. Ja, ich habe ein Mediti, also dieses Psycho-Kampf-Pokémon. Ist auch nicht schlecht. Und. Ja, ist okay. Also ist halt die vorne. Aber ich hab's gefangen. Ich hab. Meins auch gefangen. Nice, schon drei Paare. Drei Pärchen. In einfach noch Kino. Weiß nicht warum. Okay. Dann trainieren wollen wir jetzt schon. Wir trainieren einfach nach dem Part kurz. Ja. Dann schaue ich mir auch gleich die Besen dann an. Ja, dann bleibe ich noch bei Kai. Wie viele Bälle habe ich jetzt noch? 8 Bälle. Ja, ich brauche noch einen. Er heißt jetzt Spitzkopf. Weil Spitzkopf reicht, aber passt nicht. Er heißt jetzt Spitzkopf. 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 Okay. So, ich gehe also als.
du noch genug Bälle oder? Also kann ich schon auf die nächste Route, die ist dann ja links. Nee. Route 102. Fange ich jetzt auch was. Ich hab ein Absol. Okay. Das ist nice. Das ist. Ich das habe. Ist gut, ich weiß nicht. Ein Keifel. Okay. Kann er schon Bonattacken? Ich will jetzt nicht mit 3 Q angreifen eigentlich. Ich glaub nicht. Als ob ich meine Absol First Ray hab, nice. Ich versuch mal jetzt. Reicht nicht ziemlich stark, Alter, der macht immer Half-Life. Ich bin gespannt, wer aus meinem Team eigentlich der Typ sein wird, der immer carries. Emir, also hier mein Porygon 2 hat ja letztes Mal immer gecarried. Bei mir war es mal. Ja, was bei mir nochmal? Was? Also mit wem war noch mit Porygon gepaart? War das mit Morlord? Also mit der Blinde? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube, das war generell unser Carry-Team. Weil ab der Blinde Erdbeben erlernt hat, war eh alles vorbei. Ja. Wir haben jetzt einfach schon, also wenn du Keife fangst, haben wir einfach 4 ganze Paare. Ich hab's. Ich hab's Heuhaufen genannt. Ah, 4 Paare. Stop. Heuhaufen, let's go. Ja, willst du schon machen oder willst du stopp? Na, ein bisschen können wir noch. Dann melde ich jetzt aber kurz. Also was könnt ihr jetzt alles? Du kannst jetzt Erstauner und Eure Kack. Du kannst nur Geduld, du wirst nicht kämpfen und du kannst nur. Scratch, okay. Also ihr seid noch nicht so stark. Ja, sind doch noch alle Low-Level. Aber ich kann, glaube ich, aber ich glaube, ich kann mit Dings kämpfen, mit Beschmutz. Ich glaube, der hat auch gute Verteidigung, wenn ich weiß, oder? Ja, 11 für Level 30. Oh, ich hätte auch einen Natu fangen können, also einen Satu, meine ich. Satu oder Natu? Satu, sorry. Und der hat ein Shedinja, nice, geil, das ist perfekt. Was hat der? Ein Shedinja, Ninja Tom. Ach so, lol. Ich habe Erstaunen, weil ich beschmutzte. Hast du Glück, dass es, das war sehr effektiv, egal. So, ich kann jetzt auch mal. Jetzt ein paar Level, ja 100 Erfahrungspunkte, das ist Level 4 für ihn, geil, nice. Labrat. Schmutz, das ist so gut. What the fuck, okay. Was eh Raikou. Ja. Raikou ist halt echt. Aber Labrat ist aber auch schon tanky. Nein, nicht gesagt, oh Gott. Aber Labrat ist wirklich erst mal später gefährlich. Ganz besonders jetzt mit deinem Raikou und. Es flinscht die ganze Zeit. Ach so. Ah, jetzt hast du Gesang getroffen. Leer. Wenn wir 11 erlernt, dann glaube ich Donnerschock, dein Raikou. Ne, das ist das Wichtigste eigentlich. Kann Lapras nur Gesang oder was? Ne, und auch Heuler. Ja, Gesang und Heuler, glaube ich, am Anfang. Dann kommt irgendwann das Akku-Welle so ein Kack. Wow. Oh, und Watergun hat's auch noch. Ach so. So. Nebenbei level ich sogar mein Conduster. Also weil ich es auf die erste Stelle gepackt habe. Hot Hot. Ja, okay. Ich werde. Das jetzt schon, den werde ich nicht in dieser Soling mögen. Nicht. Generell Gen 3 Fossilien sind halt so meh. Gib mir ein Amoroso oder Kaputops. Ja, das sind die guten.
Oh Gott, Suicune, lol. Witzig. Guck mal, Raikou. Einer deiner Brüder. Oder was auch immer. Geschwister. Oh, es kann Alter, auch. Du bist eine Wurm. Es kann auch bis. Wir beißen uns zu Tode jetzt hier. Klar. Die beiden, beiden Raubkatzen. Das ist halt so. Die können. Ja, das Ding ist, die können alle bis, also auch Entei und auf Level 11 lernen die alle, glaube ich, irgendeine Attacke. So Glut, Donnerschock, sowas. Ah, okay. Die sind, glaube ich, relativ even, genau, was das angeht. Und mein Kai stirbt. Noch einmal das hier. Dann leveln wir mal. Ich muss was nachschauen. Was für ein Ding? Das ist ein Mock Mock. Oh. Oh oh. Also, wenn ich den Namen ja schon höre, dann weiß ich eigentlich schon zu 100% Bescheid, was passieren könnte. Ja, dann muss ich halt schauen, dann zu welchem Pokémon ich gehe, wenn das kann. Also welches ich dann potenziell opfere, wenn es passiert. Was dann ist wahrscheinlich Kilua oder Mondsichel wäre, also dein Spitzkopf oder dein Mammutl. Nee, Kalf. Du kannst ja auch deinen Willi opfern. Du magst doch einen Durst, oder dachte ich. Achso, ja stimmt. Ja, Kampffinale, das ist ja lustig. Kann ich mich opfern? Nein. Warte, lass mich gucken. Ja. Du musst unbedingt haben. Heuhaufen. Also. Mammutl? Ja. Nee. Also mein Heuhaufen. Nee, warte, Keifel? Ja, Keifel, also mein Heuhaufen. Also Spitzkopf wirst du behalten, das heißt, das war gleich Mondsichel. Ja, Mondsichel. Okay, let's go, Amana. Mondsichel, du schaffst es, ja. Oh, das ist wohl ganz okay, das Damage. Ja, come on. Ja, trifft damit nicht, Ehre. Smog, okay, das macht, glaube ich, nicht so viel. Ja, ist okay. Er macht nochmal Smog. Naja, vergiftet, scheiße. Hier müssen wir auch aufpassen wegen Vergiftung, ne? Ja. Ich muss jetzt leider heilen. Oh, das wird jetzt eklig. Ich habe dann nämlich keine Tränke, weil ich weiß nicht, ob ich zum Pokécenter komme. Ich... Hast du den Trank am Anfang nicht mitgenommen? Oh, ich habe welche sogar gekauft. Beim PC, achso. Aber er kriegt noch ein Level, das wird knapp, aber... Oh, noch ein Level! Okay, ja, noch mehr KP. Er hat es geschafft übrigens. Okay. Noch ein Level, okay, das schaffe ich. Der hat 3 Level gerade bekommen. Was? Wegen, weil du kriegst ein Level KP, wenn du ein Level kriegst, okay. So. Ich bin im Pokécenter. Und er hat noch 4 KP. Okay. Okay, warte. Wie viel hat er jetzt? Nur zu Interesse. 3 KP, okay. Boah, das war ja knapp. Also ich habe 2 Trainer jetzt besiegt, du. Ich habe, glaube ich, gleich die Route durch. Wenn ich ehrlich bin. Ich versuch's dann auch noch. Ist das ein Trainer? Du bist, du bist einfach nur ein Opfer, okay. Da ist noch ein Trainer, fuck, voll ein Trainer reingelaufen. Und ohne Tränke bin ich gerade reingelaufen. Ach, ich bin ja echt lustig. Hab einfach nichts Starkes, okay? Ja, Turtok, easy. Nein. Aber ich bin mit Beschmutz draußen. Wow. Bubbel. Er macht Bubbel. Rolls. Warte, was ist? Achso, das ist das hier. Ja, ich geh zu... ihn hier und dann setze ich das ein und dann wieder nicht. Jetzt noch von irgendeinem Pokémon mit Typen nicht weiß, sicherheitshalber einfach nachfragen. Nee, alles gut. Nicht, dass du dann da irgendwie fehl. Jetzt ist gerade alles gut. Ja. Boah, du machst. Arme Nabe, Schmutz.
Was ist bei dir los? Mach ein bisschen mehr Damage. Oh nein, das macht der Panzerschutz. Was habe ich wieder für. Was habe ich wieder für Scout-Trainer, Alter? Ja. Schon ziemlich beschmutzt. Ja, ah, ich bin mal zu Kai. Jigglypuff! Oh, ich bin doof. Ja, komm, aber beschmutzt, das schaffst du. Ja, doch, das schaffst du, okay. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Okay. Das ist okay. Oh, Graveler. Das ist hier. Geowatz. Ja, der kann noch auch. Der kann, glaube ich, noch. Sicher. Ja, aber ich glaube, er lernt es wirklich erst bei Level. Der lernt es, glaube ich, erst bei Level. Aber warte, kann ich dein Dings? Ne, warte, soll ich sicher drüber nachschauen? Ja, bitte. Dann muss ich nämlich überlegen, welches Pokémon ich wechsle. Das war nicht klar. Dritte Generation. Weiß altes Handy. Lol. Der kann. Dritte Generation. Dritte Generation. Nein, der lernt Finale erst auf 21. Okay. Er kann ein Lebenshülle, Steinwurf, Tackle, sowas halt. Aber was? Geh nicht zu deinem Pflanzenpokémon. Zu deinem Eispokémon. Wenn der Dings kann. Was kann der jetzt alles? Ein Igler, Lebensholer ist egal. Steinwurf und Tackle. Also Steinwurf und Tackle. Soll ich dann bei Raikou bleiben? Ja. Ihre Beschmutzung bist du. Okay. Raikou, ich hoffe, du magst Steine. Oh ja, er mag Steine sehr. LOL. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt eher mit einem Viertel gerechnet, aber nicht mit fast One-Shot. Oh, das ist halt. Achso, doch, klar. Weil Biss ist speziell und Geo Watz hat nicht die beste Spezialverteidigung. Alles klar. Ist immer noch so komisch hier. Ja, Unlicht ist in dieser genau. Oh mein Gott! Los. Ich habe einen XP-Teiler bekommen. Das erste Item auf der Route. Ah, XP-Teiler. Ja. Let's go. Die Items sind hier gewonnen. Stimmt. Oh, XP-Teiler ist ja anders OP. Geil. Auf wen soll ich das? Warte, wie funktioniert das nochmal? Ein Pokémon geben. Also, würde ich geben, so wie Item. Ja. Und ich muss wieder nachschauen. Ich glaube, ich habe wieder ein Pokémon, das ich in die Luft sprengen kann. Wie heißt das? Electroad. Müsste, glaube ich, Elektroball. Ja, kann es. Wenn, also es kann sich in den Hochen jagen, aber halt welches Level? Ja, das ist die Frage. Dass es hochjagen kann, weiß glaube ich jeder Mensch. Generell, ob es überhaupt schon eine Elektroattacke hat, ist auch gut zu wissen, wegen meinem Dings. Okay. Es kann auf, in der zweiten Generation könnte sich in die Luft springen, in der dritten aber nicht. Okay, dann kann ich ja mal drin bleiben. Area Tag. Okay, ich habe jetzt einfach Spitzkopf den zu geben. Oh, sehr gut. Und ich bin mit der Route durch. Dann würde ich sagen, bin ich auch dann. Ja, Kapitän. Warte, ich muss noch das Item auch noch holen. Wo war das? Hier unten, oder? Ja. Jetzt so Lucky Egg. Ich hab ein Haferheiler. Ah, Schmutz. Okay. Battleburg, ich glaube Blütenburg auf. Also hier müssen wir auch später hin, weil hier ist eine Arena. Ja. Was? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Stimmt, danach hast du ja immer die Begrüßung. Geil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liken, abonnieren. Ich hoffe, euch wird das Projekt gefallen. Es wird natürlich wieder nicht so aktiv kommen, aber das ist auch das Besondere daran. Und ja, dann schaut der Basti vorbei. Bis dann und ciao! Tschüss!